In Den Haag sind Proteste gegen die Pandemie-Maßnahmen der niederländischen Regierung in Gewalt umgeschlagen. Laut Polizeibericht wurden Feuerwerkskörper und Steine auf Einsatzkräfte geworfen, sowie Verkehrsampeln zerstört. 7 Personen wurden festgenommen. Auf Seiten der Polizei gab es 5 Verletzte. Zuvor war es in der Nacht zum Samstag in Rotterdam zu Ausschreitungen gekommen. Dabei wurden 51 Menschen festgenommen, rund die Hälfte von ihnen ist minderjährig. In der Stadt war eine nicht genehmigte Kundgebung abgehalten worden, an der sich Menschen aus mehreren Landesteilen beteiligten.